bei Beauty and Nerd habe ich mich beworben, einfach um eine neue Herausforderung anzutreten. In der Vergangenheit habe ich immer viel Dating gemacht und ja, das war so meine Motivation, mal was Neues zu machen. Ich glaube, du musst mich einfach nur angucken. Also ich lege sehr viel Wert auf ein schönes Äußeres, auf schöne weiße Zähne, dass ich immer gut aussehe, gut gestylt bin und ja. Ich bin beauty von außen, auch von innen, aber nur wenn ich will. Und mein Beauty-Geheimnis ist auf jeden Fall aus der Masse herauszustechen. Also mein Beauty-Geheimnis ist immer, sich selbst treu zu bleiben. Ja. Weil dann strahlt man das auch nach außen aus. Nach außen aus. Weil ich liebe mich selbst und ich finde, so wirkt es dann auch auf andere. Und mein idealen Teampartner, der müsste eigentlich sehr selbstbewusst sein, was ich schwierig finde, glaube ich, bei Nerds. Weil wenn ich wirklich im Team arbeite, brauche ich auch eine sehr starke Person, weil ich auch ein sehr starker Charakter bin. Sonst bin ich eigentlich immer eine Einzelkämpferin. Also er müsste schon seine Meinung vertreten können gegenüber den anderen. Ja, selbstbewusst sein und vor allem zielfokussiert. Was ich meinem Teampartner beibringen kann, auf jeden Fall selbstbewusst durchs Leben gehen, immer sein Ding zu machen, immer wirklich zielfokussiert zu sein und nicht auf andere zu hören, was sie sagen. Ja. Boah, in drei Worten, wie ich mich beschreiben würde. Auf jeden Fall spontan, selbstbewusst und zickig. Du musst ja nicht eine gute Eigenschaft nennen. Boah, bei Harry Potter würde ich, glaube ich, in das Haus Slytherin gehen, das mit den Schlangen. Ich finde die einfach irgendwie cool. Ja, die sind irgendwie so, die machen ihr Ding, die sind böse, die scheißen auf die anderen. Ja, da passe ich schon gut rein. Bei der Zusammenarbeit mit meinem Nerd ist mir auf jeden Fall wichtig, dass er immer ehrlich zu mir ist, seine eigene Meinung auch vertreten kann, wenn ihm was nicht passt, mir das auch sagen kann und kein Ja-Sager ist. Einfach wirklich auf den Tisch hauen kann, wenn ihm was nicht passt. Ja. Also man muss mich in den Arsch kriechen, um mir zu gefallen. Man kann mir auch nie die Meinung sagen, wenn man nicht derselben Meinung ist. Ja. Also einfach Loyalität und Ehrlichkeit.